Nachdem wir unser Camp am Fluss errichtet haben, sind wir neugierig. Wir haben große Lust, den finnischen Dschungel um uns zu erkunden. Nach dem lecker Frühstück, Zähneputzen am Fluss. Ich fühle die kühle Luft. Hoffe auf Großwild. Aber erstmal schlägt das Ornithologenherz von Max Party. Wintergoldhähnchen, aber hoch oben. Max kennt einen Trick. Über sein Smartphone spielt er ihren Gesang ab. Er will sie damit näher anlocken. Das funktioniert nur bedingt. Aber immerhin. Mich begeistert der kleine Wasserfall. Unsere erste Exkursion ist zu Ende. Ab zum Camp. Max, der Zerstörer. Der Zerstörer des Holzes. Gut, dann haben wir jetzt einiges schon. Das schwer erjagte Supermarktessen aufs Feuer gelegt. Fleisch, Brot, Mais, Zwiebeln. Kein Fernseher nötig bei dem Ausblick. Danach wieder Finnland-Safari. Die Piste durch den finnischen Dschungel hier. Und da vorne ist ein Rentier. Ja, fotografier den. Hallo. Ja, stehen. Muss ich jetzt nochmal herdrehen? Ja, genau. So, genau. Wir haben Glück. Zwei Rentiere mit riesigen Geweihen. Wir steigen aus, folgen ihnen etwas. Es kommt noch besser. Sie führen uns zu einem jungen Elchbullen. Wir haben nur wenige Sekunden, dann ist er weg. Später fahren wir zu einem See. Wir wollen heute Fisch zum Abendessen. Voll cool. Wir haben heute doch noch Fisch. Zwar nicht selber geangelt, die wollen nicht beißen hier. Sondern von den Herrschaften da vorne. Die haben es mir gerade geschenkt. Total genial. Das heißt, heute haben wir Reis, Bohnen oder Nudeln und Bohnen und Fisch. Voll genial. Und der Max, der ist gerade zum Fotografieren gegangen, weil es ihm zu langweilig wurde. Und kaum ist er abgehauen. Kamen die Herrschaften hier und haben mir den Fisch geschenkt. Die haben mit Netzen in 3 Stunden 8 Fische gefangen. 5 Netze haben sie ausgelegt und 3 Stunden 8 Fische gefangen, also nicht so viele. Aber was sie mir gesagt haben, das war voll geil. Wir selber, wir haben gerade Rentiere gesehen und einen Elch. Das habe ich denen gerade erzählt. Und sie haben mir gesagt, sie hätten vor einer Stunde einen Bären gesehen. Hammer. Naja, mal schauen. Vielleicht finden wir auch noch was. So, wir machen jetzt die Fische fertig, die wir gerade von den 2 Fischerleuten gekriegt haben. Total genial. Ich habe meinen schon ausgenommen und entschuppt. Und Max macht seinen. Und das bei dieser Kulisse.
wieder mal. Das wird lecker. Oder Max? So, doch. So, die Piranhas. Greifen an. So, der Fisch ist fertig. Sieht richtig lecker aus. Jetzt warte ich nur noch mal auf meinen Reis. Wir haben hier jetzt angehalten wegen zwei Rentieren. Da sind sie. Max fotografiert die schon. Da ist einer. Und da. Max, wie findest du die? Groß. So, jetzt schnappe ich mir auch meine Kamera. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Oder auf Deutsch: Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Come on! Jump in! And get inspired.